Das Mansfelder Land ist ein schönes Stückchen Land. Es ist ein kleines Land und eigentlich eher nur ein paar Städte und Dörfer dazu. Die meisten Leute hier sprechen eine Sprache, die kaum einer, der nicht aus der Ecke kommt, versteht. Die Sprache heißt ja Mansfällisch. Und das Land heißt das Mansfelder Land. Die meisten sind Häppchen grob. Und wer ein schwaches Gemüt hat, der soll lieber nicht herkommen. Dass die Leute hier so sind, liegt auch mit da dran, weil sie ja knapp 800 Jahre nach Kupfer gekommen. Die sind früh in Dunkeln eingefahren und sind in Dunkeln wieder raus. Ungene war denn jeder für sich alleine, in den nettrigen Streben. Und die haben in Lehen die Schöpfer rausgejagt. Das hat für unsere Menschen so gemacht, wie sie sind. Man sagt, wenn einer lange weg gewesen ist aus dem Mansfelder Lande und dann wieder zurückgekommen, dann geht ihm das Herz auf. Ob man will oder nicht. Viele mussten weggehen, weil es keine Kuppe mehr gab. Sie mussten weg, weil sie wieder Arbeit brauchten. Doch wenn sie dann wieder kamen, konnten auch die Gräbesten ihre Tränen nicht heilen. So flossen manche mal in Strömen. Und ich höre das hier rein sagen, ich kann nicht hier sein und kann nicht weggehen. Am liebsten ging ich wieder auf den Schacht zurück und werde da bleiben. Desto welchen kommen die, die weggegangen sind, nach Seiten zurückgehen.